Ein lautstarkes Hallo, es war Vidus, der Pokémon-Datenmusik, und ich begrüße euch zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, für die Leute, die nicht wissen, was das für Kämpfe sind, die jetzt die nächsten Tage hier auf meinem Kanal landen werden. Das sind Kämpfe zum Turnier von Nestflow, die Samstag und Sonntag stattgefunden haben. Das ist das Back-to-Basic-Turnier gewesen, VGC Series 9. In dem Leute eben Series 9 VGC-Kämpfer ausgetragen haben, Best of 3, mit ein paar Sonderregeln, wie zum Beispiel, dass man nicht mehr als eine 33% Beere nutzen darf und so weiter. Und wir haben eben die Second-Round-Kämpfe gestreamt gehabt. Das hieß, im Turnierbaum von der Hauptrunde hatte jeder nochmal eine Chance, einen Kampf zu machen, sozusagen mit der Absicht, dass man dann in dem First-Round-Finale nochmal erscheinen konnte oder halt nochmal die Chance hatte, da zu spielen. Und ja, deswegen werden jetzt jeden Tag, weiß nicht, ob es unbedingt jeden Tag zwei Kämpfe sind, da müssen wir mal schauen, das sind insgesamt 12 Kämpfe, ob wir jetzt auf 12 Tage verteilt das machen oder nicht, werden wir dann sehen. Heute wird auf jeden Fall erstmal der erste Kampf kommen, vielleicht später am Nachmittag wieder, wie gesagt, der zweite. Und ja, ich war nicht alleine tatsächlich. Ich habe mit Lost Flow am Samstag und mit Belex am Sonntag kommentiert gehabt. Ich habe auch deren Kanäle in der Videobeschreibung gepackt. Dort könnt ihr die beiden abchecken und ein Abo dalassen, wenn euch deren Content gefällt. Ansonsten wird Nestflow auch die Hauptrunde auf seinen Zweitkanal hochladen. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal einen Link dazu in der Videobeschreibung posten. Die Tabelle habt ihr noch in der Videobeschreibung. Und ja, ansonsten kann ich noch sagen, lasst gerne Like und Abo da. Wir sind kurz vor den 900. So 5 Leute noch, also noch 5 Abos bis zum 900. Falls euch eben VGC-Content, Competitive-Content gefällt oder auch Nuzlocke-Content, der jetzt am Freitag kommen wird, wenn ihr auf sowas auch gespannt seid, dann lasst gerne Like und Abo da. Wir sind wie gesagt kurz vor den 900 und dann würde ich sagen, rede ich nicht weiter und lasse euch in die Kämpfe. Ja, Floppys Team und Pritz Otzes Team. Ich bin aufs Matchup auch sehr gespannt. Ich auch. Vor allem mein erstklassiges Gedächtnis. Ich habe keine Ahnung mehr, was für ein Team Floppy hatte. Und die Hälfte von Prinz Oz habe ich mittlerweile auch wieder vergessen. Also kann sehr spannend werden. Ich glaube, auf beiden Seiten wieder sehr anstrengend sein. Ich glaube, Floppy hatte doch das Zenlong und das Regieleki Lasho King Team. Also das. Nee. Das hatte doch. Kumpel hatte das. Ich glaube, Kumpel hatte das. Stimmt, Floppys Team wissen wir noch nicht. Aber ich glaube, das war auch relativ spicy. Ich bin gespannt. Ah, stimmt. Burrow Scooter Pelipper. Yo, Rain. Rain gegen Beat-Up. Alright. Ja, wir sehen wieder das Serbul, Phantoros, Elfhuhn, Regieleki, Vulaoso und Terrakium. Und das Ganze diesmal gegen eine Rain-Kombi. Ich bin mir gerade unsicher. Im Regen sollte Barakiefer aber immer das Team von Prinz Otze gut auseinandernehmen. Also der ist schneller als Regieleki, als Terrakium im Tailwind sowieso. Und solange der Regen draußen ist, dafür, ne, Terrakium kann natürlich mit den Sandsturm rausnehmen, mit Rex Rockfall, aber ansonsten, da ist nichts, was Barakiefer auffällt. Nicht wirklich, Regieleki ist auf jeden Fall das Gefährlichste. Der ist wirklich das Gefährlichste. Und eigentlich kann, wie du schon sagtest, nur Regieleki im Tailwind halt Barrascooter im Ring outspeeden. Ansonsten, ich glaube, der sollte eine höhere Base-Init haben als Spectre, aber ich bin mir nicht sicher. Barrascooter hat 136 und Phantoros hat 130. Also doch, okay, gut. Ja, dann ist es nur Regieleki. Und dann kommt es auch wieder drauf an, wie viel Speed-Investment da. Wir hatten es ja schon, wenn du schon ein anderes Regieleki, was Full HP war, ne? Ich glaube, das würde Barrascooter zum Beispiel auch nicht outspeeden. Unbedingt. Wobei ich mir aber auch vorstellen kann, dass das Barrascooter maybe sogar Adamant ist, weil du eigentlich nur selten ein Szenario hast, wo du Jolly Barrascooter im Regen brauchst. Das stimmt, ja. Das stimmt. Zumal er ja nochmal Tailwind Support hat in Pelipper. Also, genau. Kann sein. Wir sehen hier Lando Instant. Wir sehen hier Double Intimidate Lead. Aber gut, den hält auch irgendwie nicht viel auf. Er ist jetzt nichts, was den unbedingt pressure. Wir sehen hier Regieleki und Indeedee Lead. Ja, aber ich sag auf jeden Fall, der beste Lead, den Floppy hätte wahrscheinlich machen können, weil das Einzige, wenn wir uns das Team von Prinz Otz anschauen, da gibt es zwei Pokémon, die Fuego pressuren. Das sind Terrakium und Vulaoso und beide gehen dann halt mit diesem Lead auf minus 2 Attack.
Ich meine, ist gleich bei Wodaose egal wegen den Crits, aber Terrakim wird davon zumindest sehr, sehr gut gepressured. Und Wodaose kannst du theoretisch mit Lando und Dynamax, Dyna Flug, auf jeden Fall auch pressuren. Ja, und wenn er irgendwie Elfhuhn leaden würde mit dem, dann kannst du auch Wodaose einfach Fake Out und Max Airstream da reindrücken, dann wäre der auch schon tot. Genau. Das einzige Problem wäre, glaube ich, nur in Didi Urshifu Lead gewesen, vielleicht, aber auch da gäbe es gute Outs für Floppy auf jeden Fall. Wir sehen tatsächlich wirklich einen. Wahrscheinlich Lando Dynamax oder sehen wir random Incineroar Dynamax? Nee, ich glaube, wir sehen hier eher Lando Dynamax. Ich sehe auch eher von Lando aus. Ja. Ja. Auch gegen Regi Eleki. Ich denke, da wird jetzt einfach ein Bodenmove kommen auf ganz stumpfer Basis. Ja, es kann ganz gut sein. Ich sehe den Project von Regi Eleki. Ich glaube, wenn er jetzt auf ihn gegangen ist, wäre das ein mega krasser Turn. Wir sehen ihn noch, auch ein Protect von Incineroar. Alter, ein Protect Incineroar am Start. Was ist da los, Alter? Das ist ja richtig geil. Oh no, und ein Protect. Weil jetzt noch Dyna Wall von Lando. Nein, da kommt die Dyna Düse, gibt ihm auf jeden Fall ein bisschen Speed Control. Aber sollte für Regi Eleki, glaube ich, noch nicht reichen. Nicht anders, weil. Für plus. Ja, kommt wirklich auf den Speed Investment an, aber. Ja. Obwohl, wir sehen ja gleich nochmal die HP von Regi Eleki, dann wissen wir es vielleicht besser. Er ist nicht 187. Das stimmt, dann. Der könnte etwas speediger sein. Halt Mortis Full Speed sein oder er könnte Timid oder Jolly Full Speed sein. Aber ich glaube, also der Play ging auf jeden Fall zumindest so weit gut auf, dass er jetzt ein bisschen Speed Control mit hat, hat den Sash von Regi Eleki gebrochen. Also, es sind auf jeden Fall ganz gute Sachen, die für Floppy passiert sind, muss man sagen. Gleichzeitig hat aber auch Prinz Otzen natürlich die. Dynamax, eine Dynamax-Runde zumindest outstalled, was halt ganz gut ist für Barrascuda so. Ne, nicht für Barrascuda, sorry. Für irgendwas, was noch in der Back ist, was Dynamax möchte. Maybe Spectrier. Wer weiß. Ja, und ich denke, Prinz Otzen muss hier eigentlich aufpassen, dass er Wolaose nicht zu früh aufs Feld holt, falls er es dabei hat. Denn ansonsten, Wolaose reinwerfen in einen Demeteros. Ich meine, klar, Bedrohr juckt nicht, aber das ist halt deine einzige Antwort. Und deswegen muss er hier wahrscheinlich die Dynamax von Demeteros erstmal ein bisschen outstallen, damit Wodaose freie Bahn hat. Und Servo ist jetzt schon sehr stark angeknackt. Also auch mit Follow Me kann man hier nicht mehr wirklich viel machen. Da kommt nur eine Abgangstirade von Fuego. Okay. Ja, ich glaube, das zusätzliche Problem ist auch hier, Wodaose hinterm Tailwind würde eigentlich in Sinra outspeeden. Wenn er nicht Full Speed. Würde eigentlich immer outspeeden, solange er Full Speed ist. Aber ich denke. Das Problem ist halt, Max Airstream ist halt relativ früh, ne? Also selbst Regi Eleki will da nicht reinkommen, deswegen, dass er ein dritter Max Airstream kommt, ist relativ likely, ne? Und wenn er auch plus 3 ist, outspeeder wieder. Aber dann muss halt wiederum, dass die Dynamax vorbei, dann muss er halt fliegen drücken gegen Urshifu, ist halt wieder so eine Sache. Also wenn Urshifu überhaupt in der Back ist und Dynamaxen möchte, aber ich würde jetzt mal vermuten, der sieht halt schon ziemlich nice aus. Ja, vor allem, wenn der Gegner dir noch den Regen aufsetzt, ist ja sogar das fließende Wolaozu. Dann kann ich mir schon sehr gut vorstellen, dass man den hier mitnehmen möchte. Und der hat natürlich auch eine super Zeit, solange Amoongus nicht mitkommt. Mal schauen. Ja, und er hat ja auch den einen oder anderen Out, also zumindest mit den einen oder anderen Out gegen Hutsasa mitgenommen. Ja. Wie du schon sagst, also der könnte ein bisschen nervig sein noch im Late Game, falls er den dabei hat. Aber man könnte vermuten, wenn der Barrios gut hat, könnte Pelipper sein. Incineroar haben wir auch schon gesehen. Also wäre most likely eher nicht der Fall, dass Amoongus dabei ist. Und wir sehen hier den Sash auf Whimsicott. Und Barrakiefer geht jetzt auf plus 1. Ist die Frage, hat er Pelipper in the back? Weil wenn ja, dürfte Barrakiefer jetzt definitiv schneller sein als Regi Eleki im Tailwind. Das könnte gut sein. Weil Amoongus ist auch nice, muss man sagen. Aber ich glaube, Speed Control nochmal gegen Tailwind zu haben mit Wasser ist halt so eine Sache, die man gerne haben möchte. Ja. So, und die Dynamax von Demeteros endet hier. Das heißt, es würde für Floppy nichts dagegen sprechen, wenn er Pelipper dabei hat, einfach rauszuwechseln. Danach ist Barrascuda definitiv schneller. Und einfach das Regi Eleki rausnehmen, sofern kein Follow Me kommt. Das muss natürlich auch dazu gesagt sein. Das stimmt. Aber immerhin, selbst wenn das kommen würde, ich glaube, wenn das Nidhi raus ist, auch ein
Bisschen nice. Ich glaube, Trade ist schon okay so. Ich glaube, Trade wäre schon okay so. Sofern man halt noch gute Outs gegen Wulauso hat. Wir sehen ja tatsächlich bei beiden Seiten Protect. Das ist auch das, was ich gedacht hätte, dass hier Erdbeben kommt plus Schutzschild. Ist jetzt natürlich blöd, dass Regieelik hier auf Schutzschild geht. Weil, klar, du nimmst damit jetzt wahrscheinlich das Indidi raus, das heißt, es kann kein Follow Me mehr kommen. Aber solange Pelipper nicht auf dem Feld ist, dürfte Regieelik potenziell schneller sein als Sparrow Scooter. Genau. Und bisschen unfortunate, aber auch jetzt für Prinz Otze, dass er da, dass er da mit Ball Switch nicht mehr rausswitchen kann. Und dementsprechend, dass Regieelik sehr wahrscheinlich tot sein wird, aber ja. Und wir sehen ihn tatsächlich auch, Urshifu. Jetzt stellt sich auch wieder die Frage, wird hier jetzt Regieelik Dynamaxen oder Urshifu Dynamaxen? Schwierig. Das Ding ist, das Regieelik wird nicht wirklich viel gegen Demeteros machen. Und solange Wulaoso Demeteros nicht vom Feld räumt, könnte es schwierig werden. Ich kann mir aber vorstellen, dass dieser Switch-Out... Ich meine, er macht Sinn für Regieelik. Aber Wulaoso wird jetzt wahrscheinlich einfach das Demeteros rausnehmen. Ja, sofern er jetzt kein Fliegen kommt und er schneller ist, auf jeden Fall. Das ist die normale Form tatsächlich. Das heißt, er kann jetzt den Regen rausholen. Basically. Ja. Und das wäre wahrscheinlich ein Missplay für Barakiefer. Ja, weil wenn er da irgendwie die Dynamax aus Zolt bekommt, dann kann er einfach mit Nahkampf, denke ich, auf Let's Go Revenge mehr ein bisschen Chip drauf kommen. Wir sehen jetzt tatsächlich auch das Fliegen. Und die Dynaflüt, die ins Nichts geht. Ja. Hey Yoshi, danke für dein Follow. Vielen herzlichen Dank. Ja, das war jetzt ein bisschen belastend. Es war halt aber auch so eine Sache. Willst du jetzt in den Cinderall-Slot gehen und ein bisschen und dann Kill Claim? Oder prediktest du, dass der Gegner ein bisschen overpredict und nicht auf Fliegen geht? Weil Fliegen war schon most likely, aber hätte auch nicht unbedingt kommen können, eben weil der so likely war. Und das ist auch wieder so eine Sache, wo man sagen kann, es war schon eher so eine Prediction-Sache. Ja, vor allem, wenn man im Turn davor schon den Kill auf Regieelik gesehen hat mit Erdbeben, hätte man das theoretisch auch nochmal machen können. Wir haben auch gesehen, dass Fuegro ebenfalls Schutzschild spielt, von daher, es wäre eine Option gewesen. Und ja, deswegen hätte man sich überlegen können, okay, will ich auf das Fuegro gehen oder vielleicht doch auf das Lando, weil man vielleicht nicht unbedingt mit dem Fliegen gerechnet hat. Und wir sehen, der Wassermove reicht noch nicht einmal. Ja, und der Rücken wird halt auf. Das ist halt auch das Problem an Dynamax Wulaoso. Er crittet nicht mehr. Also, wäre er in der normalen Form geblieben und hätte gekrittet, klar, der wäre jetzt vielleicht an Fliegen gestorben. Wobei, ich glaube, vom Schaden wäre es actually in a roll gewesen, mehr oder weniger. Aber du hättest halt wenigstens das Demeteros rausbekommen und den Regen für Barakiefer nicht aufgesetzt. Ja, und dann denke ich, dass Regieelik vielleicht sogar in der Dynamax dann aufgeräumt hätte. Sehr wahrscheinlich, ja. Vor allem, weil er sich selbst das Elektrofeld aufsetzt, danach mehr Schaden macht. Ja, das wäre es wahrscheinlich eher gewesen. Ja. Aber jetzt ist halt, wie du schon sagtest, ein bisschen problematisch, weil da ist ein Marais Scooter im Regen, da ist ein plus 3 Speed Lando. Also sieht ein bisschen schwierig, also sieht schon sehr schwierig aus für Prinz Otz. Ich hätte gedacht, so, vielleicht kann er das noch ein bisschen reißen, wenn er da so ein bisschen rumstallt, aber er hat halt auf jeden Fall Floppy die ganze Zeit das eigentlich relativ gut in seine Richtung mal gelenkt. Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Jetzt stellt sich die Frage, was geht da rein? Wir sehen eine Dynafaust. Wahrscheinlich auch Barrow Scooter. Ich glaube, ich kann sein, dass ich jetzt doof bin. Aber Lando war ja gerade schneller. Ist der auf plus 3 mit Lando? Ja. Oder hat... Okay, gut. Ich habe nämlich kurz gedacht, dass Barakiefa vielleicht Schraubflosse spielt als Fähigkeit. Eben weil er den Speed nicht braucht und Tailwind Support hat. Hätte ich mir jetzt auch vorstellen können, aber gut, wenn Lando tatsächlich plus 3 ist, dann dürfte er trotzdem noch schneller sein. Auch wenn dann das Speed Gap von knapp 40 ist, aber ich denke. Da hat er recht. Trotzdem schon sein. Ja, der hat wahrscheinlich Vollspeed, Lando. Würde man vermuten.
Kommt ein Double Break, leider kommt er nicht durch. Und wir sehen eine Wasserdüse, die könnte... Und die reißt! Aber das Ding ist, Voloose wird jetzt wahrscheinlich sterben. Und auf Lopis Seite ist noch ein Pokémon in the back und Regieleki wird nicht gegen Demeteros gewinnen. Genau. Das einzige, den einzigen Out, den er jetzt noch gehabt hätte. Es kommt darauf an, was jetzt natürlich noch reinkommt, aber der einzige Out, den er noch gehabt hätte, wäre ein Fliegen-Miss. Weil dann würde, denke ich, bei der Range der Aqua Jet reichen. Und dann würde Regieleki nämlich gegen Pelipper gewinnen, sofern er nicht Sash ist. Obwohl er gut und gerne mal Sash sein kann. Fragt sich dann aber auch wiederum, ob das Seed, was er jetzt hätte, reicht so, ne? Also ich denke, er hätte Fliegen gemisst, hätte das Prinz Otto noch gewinnen können. Es kommt stark drauf an, was das für ein Pelipper ist. Ob das jetzt wirklich ja. Sash ist. Und? Dann. Oh. Da kommt das Erdbeben. Und Regieleki ist down. Yes, und damit auch ein 1-0 für Floppy in diesem Best of 3. Schauen wir mal, wie Prinz Otze dagegen halten will. Also, es war ja ein sehr knappes Best of 3, ne? Also, da kann auf jeden Fall richtig, richtig, ja. Also, beide haben halt ein recht ausgewogenes Matchup. Auch wenn ich es ein bisschen mehr bei Floppy sehe. Der Regen schon ziemlich, ja, ziemlich gut supported. Aber da gleichzeitig auch ein Regieleki Stand-Up Tailwind sein können. Also, es ist ein sehr, sehr starkes Positioning-Game, die beide betreiben müssen. Das ja, definitiv. Und ich denke, in dem Kampf eben hat man es auch sehr, sehr gut gesehen, dass Floppy eben den Druck sehr, sehr gut aufrechthalten konnte. Also, er hat Prinz Otze möglichst keine Möglichkeit gegeben, da ein Comeback zu starten. Und es hat am Ende funktioniert. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da bin ich mal gespannt, ob Lando da wieder der MVP-Teil sein wird. Oder ob da jetzt was anderes kommen wird. Oder ob Prinz Otze dagegen, wie er dagegen halten wird. Also prinzipiell, wie gesagt, Urshifu war ja nicht so schlecht. Nur der Intimidate war halt ein bisschen nervig. Ja. Ich glaube, wäre das so ein physisches Regieleki mit Max Airstream, ich glaube, das wäre auf jeden Fall stark, aber jetzt hier in dem Fall natürlich nicht. Da muss er sich halt natürlich was anderes ausdenken. Ja, vor allem das physische Regieleki, das ist ja jetzt auch, also wir spielen ja Series 9, da wurde das ja noch nicht so viel gespielt wie heute. Ich meine, in Series 12 wird es natürlich auch nicht so häufig gespielt, also das spezielle Support-Set ist wahrscheinlich immer noch öfter vertreten, aber ich denke, gerade das physische Set wirst du in Series 9 kaum sehen können. Ja, bei so viel Intimidate-Spam auf jeden Fall nicht. Ja. Ja, da sind wir auch schon beim Matchup. Perfekt, so. Ist jetzt die Frage, wie sehen die Leads aus? Ich kann das echt schwer beurteilen bei diesem Matchup. Sie könnten gleich leaden. Also Floppy könnte vor allem nochmal mit Double Bedrohr reingehen. Er hat gerade gesehen, okay, Double Bedrohr war jetzt im Lead nicht unbedingt gut, aber funktioniert trotzdem gegen das Team. Und Prinz Otze muss eventuell nachziehen, weil er verloren hat. Vielleicht ändert er da etwas und dann wäre Double Bedrohr wieder gut. Und es ist immer so ein Hin und Her. Also das Matchup ist relativ ausgewogen. Beide haben sehr, sehr gute Mons. Beide haben auch Mons, die nicht ganz so gut aussehen. Bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt. Also am ehesten vielleicht... Vielleicht wirklich in die Urshifu Lead? Einfach Follow Me und die Wasserattacken? Das zu countern? Problematisch ist nur, wenn plötzlich ein Mungus Lead kommt, ne? Ja. Aber glaube ich, vielleicht sogar am ehesten? Könnte sein. Also, ich finde, Mungus im Lead sieht halt nicht schlecht aus. So, muss halt immer Angst haben, weil gerade war Servo im Lead. Servo ist ein sehr, sehr gutes Lead-Mon. Und gegen den würde Mungus eher weniger drin bleiben. So eine Flash macht natürlich sehr, sehr guten Schaden, wenn er noch. Ein anderes Mon daneben steht, was einmal draufhaut. Weiß nicht, ob man Mungus direkt Turn 1 verlieren möchte. Bin ich ehrlich. Definitiv belastend sein. Aber zumindest hätte Floppy da nochmal einen Incineroar Switch in. Aber dann hat er auch. Da hat er halt den Regen auch nicht nochmal. Wir sehen hier tatsächlich Barrascuda, Pelipper und Spectrier in Didi. Also was ganz anderes auf beiden Seiten. Glaube ich. Warte. Ja. Also auf Flo's Seite schon. Weil ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob Indy die letzte Mal geleadet hat. Zumindest. Ich glaube. Ich
bin mir gerade selber uns so. Doch, ich glaube, der hatte geleadet. Ja, aber Spectre ist neu auf jeden Fall. Spectre sieht ja auch mit Follow Me und Max Ghost gar nicht so bad aus, muss man sagen. Also was ist gar nicht so bad. Das Einzige, was wirklich gut reinkommt, ist ein Cinderor. So Life Orb Spectre sieht hier mega, mega aus. Und selbst da hat er den Mudshot, also den Max Quake halt für Incineroar. Also, das ist jetzt ziemlich viel Druck auf der Seite von, also, jetzt Otze übt viel Druck aus. So, das möchte ich damit sagen. Der kann da viel Druck aufbauen. Definitiv. Ja. Das heißt jetzt natürlich die Frage, will Floppy einfach drin bleiben? Weil ich meine, Scooter macht ja trotzdem sehr, sehr guten Schaden. Aber ob er jetzt den Crunch drauf spielt, ist so die eine Sache. Und ob der dann am Ende auch gegen Indeedee reicht, ist die andere. Ich meine, er könnte auch mit Indeedee einfach protecten, so ist er nicht. Falls man jetzt hier davon ausgeht, okay, er begreift Indeedee sowieso an, wegen Follow Me, und dann wäre Protect auf jeden Fall nochmal eine Option. Aber ich verstehe natürlich auch, dass man Phantoros hier so fit wie möglich behalten möchte. Ja. Er sieht nämlich im Max auch überhaupt nicht schlecht aus. Setzt auch die Frage, ob jetzt Spectre Max kommt oder nicht, oder ob da jetzt, dass man, wie du schon sagst, ein Protect kommt. Müssen wir mal abwarten, was da passiert. Wir sehen tatsächlich Spectre. Ja, gut, okay. Dann wird es wahrscheinlich wirklich Follow Me und Max Phantasm sein. Ich denke auch, ja. Zumal, wenn er wirklich Urshifu in der Back hat, da die Death Drops zu bekommen, um dann später vielleicht mit Aqua Jet Sachen zu revengen, ist halt schon ziemlich gut vom Vorteil. Ja, da muss er natürlich aber auch auf sein eigenes Psychofeld aufpassen. Das stimmt. Da muss er wirklich aufpassen, ja. Aber wir sehen hier auch tatsächlich gar kein Follow Me. Das hat er, denke ich, predicted. Dass er jetzt sowieso auf Indeedee kommt. Oder dass er halt generell einen lebt. Ja. Und ein totes Barrascuda. Das sieht natürlich jetzt sehr, sehr schwierig aus für Floppy. Weil jetzt steht da ein Dynamax Phantoros mit plus 1 Boost. Neben einem Servo, was noch mindestens einmal für Helping Hand gehen kann. Und da kommt der Rückenwind. Der Rückenwind kann jetzt hier noch ganz nett sein. Er wird Incineroar halt nicht outspeeden. Das ist die Sache. Also Incineroar wird halt nicht outspeeden. Das ist die Sache. Ja. Und alles andere? Non-Max? Ja, keine Ahnung. Also, das Spectre sieht hier, glaube ich... Was heißt hier, glaube ich? Das Spectre sieht hier halt schon viel zu stark aus. Das könnte Spectre Snowball werden. Das könnte Spectre Snowball werden. Und der muss halt wirklich schauen, wie Floppy dagegen countert. Ja, definitiv. Ich meine, er hat die Speed Controls an der Seite, aber womit will er das Spectre aufhalten? Demeteros kommt rein. Kann natürlich hier nochmal für Fliegen gehen, beispielsweise. Aber ich denke, das würde es auch auf den Spectre nicht so viel machen. Und eine Runde hat Spectre danach noch Dynamax. Das heißt, der Schaden geht auch definitiv auf die Dynamax drauf und nicht auf die Non-Dynamax. Ja. Genau. Das könnte jetzt schwierig werden. Was halt machen kann, das wäre jetzt natürlich ein starker Midground Play, muss man sagen. Wenn er die Geisterkäufer auf Pelipper einsetzt. Ah, wir sehen hier einen Protect auf Pelipper. Okay. Und wahrscheinlich ein Fliegen? Ja. Ja. Ich glaube, solange du Lando auf minus 1 bringst mit dem Max Dyna Spuk, leider ging er daneben, dann hätte wahrscheinlich im Late Game dann noch der Aqua Jet den auf jeden Fall gut gefinisht auf minus 1 Death. So eine Sache. Aber Pelipper wäre sowieso nicht gedroppt, also juckt das? Ist halt die Frage, eigentlich nicht. Nee. Ich denke auch, je nachdem, was Floppy in der Back hat, könnte das sogar ein Hindernis sein, dass Pelipper noch auf dem Feld steht. Weil Pelipper macht in diesem Matchup jetzt natürlich nicht wirklich viel. Und Destroyz hat deinen eigenen Tailwind mehr oder weniger mit Pelipper aus. Also mit einem Mon, was nicht wirklich von dem Tailwind aktuell profitiert, solange es auf Schutzschild geht. Und sollte da jetzt ein Fuego in der Back sein, wäre es natürlich immer besser gewesen, Fuego da reinzuholen. Ja, auf jeden Fall. Ganz schön guten Schaden und einen Burn kriegen wir noch. Und Verbrennen. Sie sind dünner Angriff, um den Speed zu senken. Das ist Hyper Beam. Das ist Shadow, wahrscheinlich der Shadow Ball Mudshot Hyper Beam. Oder hat gar keinen Mudshot. Und das ist unfassbar gut. Denn, ich meine, klar, der Tailwind ist noch draußen, aber auf minus 1 Lando. Ich bin mir unsicher, ob Lando auf minus 1 im Tailwind noch outspeedet.
Es muss auf jeden Fall nicht sein. Da hast du recht. Und zusätzlich könnte sein, könnte es halt sein, dass es vielleicht Scarf Urshifu ist und der dann auf dem minus 1 Lando sozusagen mit plus 1 Scarf den outspeedet. Obwohl ich mir nicht gerade sicher bin, ob wir da irgendwas anderes gesehen hatten. Nee, der ist nicht Scarf Aqua Jet. Vergiss, was ich gesagt habe. Es ist nicht Scarf Aqua Jet. Aber ja. Ja, wir sehen tatsächlich, dass das letzte Mal von Floppy das Fuegro war. Ja, hätte man natürlich auch schon früher reinholen können. Gerade auf den Turn, wo Pelipper auf Schutzschild gegangen ist. Denn wenn mich nicht alles täuscht, gibt es jetzt nur noch 2 Runden Rückenwind. Oder eine Runde, ich bin mir gerade unsicher. Und ist halt die Frage, ob Incineroar das jetzt wirklich ausnutzen kann. Ich meine, schneller als Servo sollte es sein. An Spectre wird es nie im Leben rankommen. Aber er entscheidet sich, nochmal auf Schutzschild zu gehen und seinen eigenen Tailwind damit zu stallen. Ja, genau. Wahrscheinlich hat er den Mudshot nochmal befürchtet. Der hätte ja auch kommen können. Oder, was natürlich schlauer ist, was er gewartet hat, Erdbeben drücken. Und das ist halt, das könnt ihr jetzt beide theoretisch rausnehmen, tut es aber nicht. Und dementsprechend lebt Indeedee noch und das könnte auch wieder huge sein. Wenn jetzt nämlich, ja, der Rückenwind aufsetzt, absetzt, aufhört und jetzt Urshifu reinkommt, wird er auf jeden Fall einen Kill claimen. Ja. Und im Endeffekt muss Prinz Oz jetzt einfach nur abwägen, okay, was ist jetzt die größte Gefahr, Lando oder Fuegro? Und dann entscheidet er sich halt, das jeweilige Mann rauszunehmen. Er kann ja natürlich nochmal für Follow Me gehen, das ist natürlich klar, weil jetzt ist nur 33% Chance, dass Fuegro den Double Protect bekommt. Das heißt, Demeteoros wird jetzt sehr wahrscheinlich nicht für Erdbeben gehen. Er ist in der Regel langsamer als Urshifu, das heißt, Fliegen bringt auch nichts. Aber er geht tatsächlich mit Servo auf den Schutzschild und entscheidet sich wahrscheinlich, das Demeteoros einfach rauszunehmen. Ja, ich würde auch vermuten, dass es auf Lando geht. Ja. Einer reicht schon fast. Ja gut, ein Regen minus ein Steph, ne? Das ist schon. Er hat mich gewundert, dass er 2 gebraucht hat, wenn ich ehrlich bin. Könntest du mir aber vorstellen, dass er halt das Indeedee noch ein bisschen behalten wurde, weil mit Follow Me Trefferschwall, wenn der Regen irgendwie aufhören sollte, kann sein, dass es vielleicht nicht killt. Man weiß es nicht. Und dann hätte er nochmal Follow Me für Regieleki. Oder er will halt nicht revealen, was er. Ich glaube, er wollte einfach nicht revealen, wenn ich so recht drüber nachdenke, er wollte nicht revealen, was er noch in der Back hat. Ich glaube, er wollte. Das kann natürlich auch sehr, sehr gut sein, ja. Weil sonst hat er da keinen Grund, dann nicht auf Spotlight einfach zu gehen. Bei Protect nützt ihm ja auch nichts. Deswegen, ich glaube, er wollte einfach das letzte Mal nicht spielen. Ein einziger. Na gut. Ja, damit holt sich Prinz Otze den ersten Mund. Das heißt, es steht 1-1. Ja. Yep. Spectre war auf jeden Fall sehr, sehr stark. Da muss halt wirklich, da müsste Floppy jetzt wirklich gucken, wie er dieses Spectre auf jeden Fall aufhält. Mit vielleicht Max Ensign? Ich könnte es mir vorstellen. Ich könnte es mir halt auch vorstellen. Irgendwie, keine Ahnung. Ich bin gespannt. Ich meine, das hatte ich ja schon beim ersten Kampf angesprochen, dass du halt einfach wirklich wenig gegen dieses Phantoros einfach hast. Und Fuego ist deine einzige Option. Wenn er das jetzt am Ende des Tages richten muss, dann ist Dynamax Fuego natürlich auch nicht so abwegig. Aber wenn du dann den Rest von Prinz Otzes Team anguckst, da willst du dann wohl Fuego eher weniger in der Dynamax haben. Da wäre natürlich sowas wie Dynamax Demeteoros zum Beispiel besser. Ja, von daher muss man halt gucken. Je nachdem, ich denke auch, der Lead wird da ein bisschen was mit entscheiden. Aber mal schauen. Ja. Ich meine, gegen den Lead jetzt war ja eigentlich auch Incin Lando Lead gar nicht so verkehrt. Ja. Ging dann mehr halt darum, wie man Spectre am liebsten auffällt. Ja. Gut. Man sei gespannt, man sei neugierig, man sei. Ja. Oh. Gespannt eben. Ja, yep. Da ist die Team-Preview. Und das Team. Ich sage es, Famicola, habe ich auch kurz überlegt, aber der ist, glaube ich, einfach nicht in dem Team. Ne? Also ich meine, du hast
Du hast halt Regieleki, Spectre, die ihn ziemlich gut hätten. Mit Tailwind Speed Control prinzipiell könnte ein bisschen kritisch sein. Ja, aber ich denke ebenfalls, dass Vermicula hier nicht das Matchup seines Lebens hat. Da sind die Einermanns deutlich besser unterwegs. Auch Hutsasa, finde ich, hat gar kein so schlechtes Matchup dafür, dass er noch gar nicht mitkam. Ja. Am Ende ist es wirklich einfach Hutsasa, Incineroar Lead und einfach Incineroar Dynamax. Ja, also ich sag, ich fände es nicht so abwegig. Und das Ding ist, dieser Lead würde eine Sache sehr, sehr gut aufhalten. Und zwar müsste man bei einem Servoil und Phantoros Lead dann mit Servoil entscheiden, okay, gehe ich jetzt für Protect oder für Follow Me? Und ich meine, wenn er für Follow Me geht, beziehungsweise halt einfach nicht für Flächenmacht geht, dann stirbt Hutsasa wahrscheinlich nicht. Und wenn doch, dann stirbt halt Servoil. Ja, das stimmt. Definitiv. Wir sehen tatsächlich. Okay, es ist wirklich ein Hutsasa, aber Durant. Alright. Das finde ich interesting. Das könnte vor allem sehr, sehr wild sein, weil du hast halt den Wutpulver, der zündet auch safe gegen Spectre, weil wir haben sehen, der ist ja live auch. Und wenn du da das Spectre rausnimmst mit Max Durant, die haben ja meistens auch eher Max Darkness, aber wir haben von dem Durant noch nicht so viel gesehen, dann sieht das gar nicht so verkehrt aus. Vor allem nicht für den Regensquad. Vor allem nicht definitiv. Für den Regensquad. Definitiv. Und ich meine, Durant ist auch nochmal eine Option, dieses Phantoros zu handeln. Ist jetzt eventuell nicht die beste Option, wenn wir uns das Team anschauen, aber es ist eine Option und ich denke, das ist auch etwas, womit Prinz Otze einfach nicht gerechnet hat, weil Durant in dem Matchup einfach nicht wirklich gut aussah. Und wenn dieses Durant jetzt wirklich gegen Phantoros gewinnt, dann wäre das einfach ein sehr, sehr starker Lead von Floppy gewesen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Weil ich glaube, Incinemax, ich glaube, das wäre es nicht ganz gewesen im Endeffekt. Weil ich glaube, er will den Regen trotzdem mitnehmen und dem die Feuerattacken halt abzuschwächen, wenn nicht so prickeln. Zumal er gegen Urshifu auch nichts kann. Also ist, glaube ich, Durant wirklich als Maxer besser als Counter so ein bisschen. Also hat er schon auf jeden Fall sich gut ausgesucht da. Und jetzt kommt es halt wirklich drauf an, was hat er für Moves. Die können, also Durant haben ja oftmals sehr verschiedene Movesets. Aber Stahlattacke ist, Stahl und Boden sind meistens drauf. Ne? Stahl vor allem ist meistens drauf, ist immer drauf. Also, seien wir mal gespannt, was der denn hat. Und wir sehen hier tatsächlich die Trugtränen. Okay, das ist, finde ich, sehr, sehr interessant. Natürlich wird das von Wutpulver nicht angezogen, weil Elfen ein Pflanzen-Pokémon ist. Aber Dynaspur reicht nicht, um das Hutsasa rauszunehmen. Das heißt, einmal wird er noch auf Wutpulver gehen können. Ein Hit von Phantoros wird er demnach noch nehmen. Und ja, da kommt der Dyna-Erdschuss. Der wird wahrscheinlich noch nicht killen. Nein. Aber er hat jetzt noch einen zweiten Turn. Er kann noch ein zweites Mal angreifen, holt sich einen weiteren Spedef-Boost, womit er dann im Endeffekt jetzt gerade auf minus 1 nur ist. Falls Elfuni nochmal für Fake Tears gilt, dann wäre Durant, ich sag mal in Anführungszeichen, nur auf minus 2 statt auf minus 4. Aber dürfte auf jeden Fall nicht schaden. Ist halt jetzt so ein bisschen die Frage auch, war sein Gedankengang, wenn ich jetzt Trugtränen Dynas Spuk drücke, wird das sowieso von der Mungus hingezogen und hat vergessen, dass es auf Grass-Types nicht zieht? Oder wollte er wirklich auf Durant die Fake-Tears drauf landen? Dann hätte er nämlich jetzt auf Mungus Fake-Tears und Dynas Spuk gedrückt, der wäre ja tot gewesen, wenn er nicht Sash ist. Ja, das stimmt. Also eventuell hat man das ausgeblendet, dass Wutpulver vom Pflanzen-Pokémon nichts anzieht. Vielleicht war es aber auch einfach nur eine Late-Game-Entscheidung, dass man, falls Phantoros sterben sollte, dass man das Durant noch breaken kann, aber ich denke, wie du schon gesagt hast, es wäre auf jeden Fall der bessere Play gewesen, auf Hutsasa zu gehen, weil man dann den Safe Key hat. Oder man hat vielleicht gedacht, dass Hutsasa so oder so stirbt. Das kann natürlich auch sein, ja. Obwohl der schon ziemlich fett ist. Hier, wir sehen hier auf jeden Fall ein starker Play, finde ich, von Prinz Otze, weil jetzt hat er nämlich nochmal Follow Me und kann nochmal eine Runde mit Spectre rausholen. Zwar wird er damit Amoongus töten, aber dann hat er halt nochmal eine extra Runde von Durant outstalled. Und wir kennen ja, wir wissen ja, wie Hustle ist. kann missen. Und zusätzlich, nimmt er ein bisschen Damage Pressure raus aus Durant. Und das ist auch sehr vom Vorteil. Ja, und vor allem geht er jetzt aus diesem Lead-Matchup ohne totes Phantoros raus. Weil im Normalfall, wenn er drin geblieben wäre mit Elfhuhn, das Phantoros wäre ja immer an Durant gestorben. So mit Follow Me allerdings nicht.
Das stimmt. Aber er drückt kein Follow Me. Das Wutpulver kommt zuerst, da kommt kein Follow Me. Hm. Frage ist, will er traden? Ich denke, da wird ein Mystic Fire kommen. Weil Durant auf minus 2 Spedef ist. Oder jetzt. Plus minus 0, glaube ich. Je nachdem, ob er jetzt für den Erdschuss geht. Er geht für den Erdschuss, das heißt, er wird auf plus minus 0 sein. Und dann bin ich mir schon wieder unsicher, weil ich denke, plus minus 0, das wird er noch leben. Könnte sein, kommt aus Investment an. Aber der hat halt auch keine Spedef, so ist wie Katana. Boah, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, ob die Magieflamme wirklich kommt. Und ich bin vor allem gespannt, ob du recht hast. Und was sehen wir hier? Flächenmacht. Flächenmacht nur, okay. Ja, den Play kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich denke, da wäre es Follow Me immer eher gewesen. Weil jetzt hat er Phantoros im Lied doch getradet. Aber also halt für den Hutzer-Sound. Nicht für das Durant. Ja, und solange das Durant irgendwie seine Moves trifft, kann es auch ganz schön dangerous sein. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, wenn Indeedi hinterm Rückenwind das Durant outspeedet, dann könnte er mit der Flächenmacht den auch rausnehmen. Weil das hat ja schon ganz schön guten Schaden so gemacht und der hat halt keine Spedef. Ist auch neutral jetzt. Also könnte ganz gut sein. Könnte ganz gut sein. Und dann ist noch zusätzlich die Frage, was hat er noch in der Back? Weil wenn es Regielek ist, hat Prinz Otze ganz schlechte Karten. Wenn es aber Urshifu ist, dann sieht es wieder gut aus. Oder solide aus. Das stimmt definitiv, ja. Obwohl, ich glaube, dass Durant lebt trotzdem. Weil wir haben, weil Flächenmacht war ja Single-Tag. Ich hätte jetzt gedacht, es killt maybe. Es killt safe. Aber es kann sein, dass er es überlebt. Kann sein, dass es ganz knapp überlebt. Ja. Schwierig zu sagen. Aber wir sind erstmal Protect, was, denke ich mal, ganz gut ist, weil es könnte ja wieder ein Earthquake kommen, ne? Und man will ja safe den Rückenwind da haben für... Ja, und wir sehen den Miss Hustle. Ja, aber genau wegen Fliegen, glaube ich, war es nicht der Play für Protect zu gehen. Weil jetzt wird Demeteros von der Flächenmacht nicht mehr getroffen. Ja. Das ist wahr. Aber ich glaube, je früher das Elfhund stirbt, desto besser. Weil ich glaube, er kriegt keinen zweiten Rückenwind raus. Und das Urshifu braucht den Rückenwind. Ja. Ah, und wir sehen da, Psychofeld spielt leider nicht so in seine Karten gerade. Unfortunately. Ein Servul kann zurückgeschreckt werden. Wird es aber nicht. Und es könnte ein totes Durant sein. Ah, ganz knapp nicht. Fliegen kommt. Und das ist ein Elfhuhn auf dem Set. Ganz genau. Und Durant kriegt halt jetzt einen Move noch raus, ne? Also der wird jetzt am Live-Op sterben. Es sei denn, ja. Elfhuhn kann auch einfach Durant angreifen. Falls er den Move hat. Also ich denke, Moonblast sollte auch 6 KP abziehen. Dann kriegt er das Durant zumindest weg und Single-Target auf Landris mit Flächen macht. Ja. Und genau das versucht Floppy hier zu covern mit einem Schutzschild. Und Zauberschein hat er sogar. Ja. Das heißt, 2 Split-Moves. Das ist halt die Frage, wenn ihr jetzt sehen, wie viel Flächen macht, macht. Ja, ich glaube, Single-Target hätte das killen können. Und wir sehen Earthquake. Wow. Okay. Der war huge. Das war tatsächlich eine sehr, sehr starke Runde von Floppy. Vor allem, weil Rückenwind ja nicht mehr so lange hält. Ich glaube, eine Runde, denke ich noch. Ein oder zwei. Leider ist das, was nicht da steht, irgendwie lustigerweise. Trick Room steht da, Regen steht da, Wetter. Aber irgendwie steht da kein Tailwind. Und wir sehen die Urshifu, ja. Wäre auch ein bisschen komisch gewesen, hätte Regieleki mitgenommen, weil Lando einfach zu viel Pressure gibt gegen den. Ja. Allerdings muss man jetzt wieder aufpassen, ne? Lando kann jetzt protecten, das heißt... Ja, wobei ist für Urshifu egal. Wegen seiner Fähigkeit. Ja, das heißt, man kann hier potenziell jetzt einen Kill auf den linken Slot claimen. Ja. Und Durant? Ja, Durant ausbietet sowieso beide, von daher kann man da auch einfach
Nee, Randall, das geht nicht beide. Ja, wegen Tailwind nicht. Und, und er müsste auf Double Protect gehen, aber hat er jetzt nicht gemacht. Ja. Aber vielleicht outspeed er in Didi immer noch. Ja. Ja. Und er landet den Iron Head. Sehr Sind wichtig. Didi raus. Und das bringt Wulauso in eine 1 gegen 1 Situation. Die Frage ist, gegen was? Pelipper wird sehr wahrscheinlich noch einen Hit leben können. Barakiefer bin ich mir unsicher, weil der relativ frail ist und Fuegro definitiv nicht. Ah, und da kommt Fuegro. Kritisch. Ich sag, Pelipper hätte einen gelebt und mit Hurricane ihn eventuell mit einer entweder hätte Hurricane gekillt oder wenn der nicht killt, dann hätte er zumindest eine Verwirrung bekommen können. Also da wäre ein guter Out noch gewesen. Ja. Barakiefer, glaub, muss critten. Weil Urshifu ist ja nicht Sash. Ne? Aber Inzin, der hat halt nichts, um den effektiv zu treffen. So, Feuer ist resistet, Unlicht ist resistet. Nee, das ist auf jeden Fall für Prinz Obze ein Sieg. Definitiv. An der Stelle. Ja. Und damit ein 2-1 für Prinz Obze. Der hier weiter in der Second Chance Runde ja, weiter ist. Ins Halbfinale. Stark. Sehr starkes Match. Sehr starkes Best of Three. Muss man sagen. Auf jeden Fall GG an beide. Ich finde, Flopi hat das hier unfassbar gut gespielt. Aber am Ende war es halt, ja, wahrscheinlich die Teamcomp, gegen die er verloren hat. Ne? Gegen dieses Wolderose konnte er am Ende einfach nicht mehr wirklich viel machen. Aber ansonsten fand ich, hat Flopi hier auf jeden Fall sehr, sehr gute Plays gezogen. Gerade auch mit dem Erdbeben und Schutzschild auf Durant. Um vor Elfo nochmal zu schützen. Das war, finde ich, ein sehr, sehr guter Play. Aber es hat am Ende des Tages leider nicht gereicht.